Hi Friends und willkommen zu Woche 5. Wir haben Halbzeit, in 6 Wochen ist Staatsexamen. And I'm freaking loving it. Ich habe das Gefühl, ich fange jeden Vlog im Bett an. Jeden Vlog habe ich ein Schlafoberteil an und es wird sich daran auch einfach nichts ändern. Heute ist Montag. Ich habe aggressive Halsschmerzen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich fühle mich generell so ein bisschen under the weather. Ich habe mir jetzt ein Aspirin reingezimmert. Da warte ich gerade noch auf die Wirkung. Wir machen ein kleines Packaging, Unboxing, Ding. Ich habe von einer Brand was zugeschickt bekommen. Gegen Red Skin. Ich habe ja ein bisschen so Rosazea. Und da habe ich 2 Produkte zugeschickt bekommen. Einmal ein Eyelid Gel. Was ist das? Klingt interessant auf jeden Fall. Und dann, das ist das Produkt, wo ich auch ein UGC-Video dazu mache. Sensitive Red Skin Anti-Redness Fluid. Das wird ein ganz spannender Vlog, weil ich glaube, dass ich krank werde. Wenn der Bio ist, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn da so ein paar so Reste drin sind von der Schale. Ich habe eine kleine Überraschung bekommen. 47 Euro, weil ich falsch geparkt habe. Das versüßt meinen Sonntag. Ich habe so Faux-inspired Suppe gemacht. Das Ei ist mir ein bisschen kaputt gegangen. Ich wollte eigentlich ein Spiegelei machen. Ja, aber das esse ich jetzt. Zu lange Hose. Chillig, chillig, chillig. Jetzt ist die natürlich gar nicht nass. The girl was shopping. Und jetzt gibt es Zitronenparty. Außerdem habe ich mir hier diese Mangostücke rausgelassen. Ich sag's euch ehrlich, Seeberger Qualität, beste Qualität. Also die Mango von Norma kommt da leider nicht dran ran. Werbung Ende. So, und zwar habe ich jetzt extra Bio-Zitrone noch gekauft. Ich hoffe, dass der Mixer das packt. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist eine übermäßige Zitrone. Ich mache es jetzt erstmal mit einer, glaube ich. Ich nehme die, wasche die. Und dann kommt die aber komplett mit der Schale rein. Und deswegen weiß ich nicht ganz genau, ob mein Mixer das hinbekommt. Bisschen natives Olivenöl dazu. Dann kommt noch so Honig dazu. Das ist ja jetzt ein bisschen so eine creamy Consistency. Schmeckt actually nicht schlecht. Das ist lecker. Criminal Offensive Side-Eye. Good morning. Wir haben heute Mittwoch. Hab ich ein bisschen ready gemacht und bin jetzt auf dem Weg und hol was bei der Apotheke ab. Mir geht's nicht so richtig besser. Also ich bin jetzt wieder ein bisschen fitter. Gestern war ich irgendwie richtig tot. Aber ja, ich muss heute auf jeden Fall was machen oder was lernen. Ich zieh mir die ganze Zeit die Videos vom Paruka-Will rein und ich bin dann wieder so voll in dem Eifer drin. Hab dann richtig Bock auf Festival. Am 5. gehe ich ja auch auf ein Tagesfestival. Aber at some point hätte ich schon mal Bock so zu so einem Festival mit Übernachtung zu gehen. Ich meine, die ganzen Content Creator, die haben halt auch so eine Lounge und so. Auf sowas hätte ich natürlich mehr Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Zelten wird nicht passieren. Nein. Einfach 18,90. What the fuck. Gar kein Bock. Alright, Friends. Wir drehen jetzt hier noch eine kleine Sit-Down-Sequenz. Und ja, ich wollte so eine oder andere Frage beantworten, die ich jetzt häufiger gestellt bekommen habe. Zum einen, wie es mir aktuell in der Examensvorbereitung geht und aber auch zum anderen, wie jetzt mein aktueller Lernplan aussieht beziehungsweise was ich jetzt noch vorhabe in den letzten Wochen, die diese Examensvorbereitung noch bietet, zu machen. Ich habe mir da ein paar Notizen gemacht und das gehe ich jetzt mit euch zusammen kurz durch. Hier kommt mein 5-Wochen-Plan bis zum Staatsexamen. Ich habe das Ganze zweigeteilt. Ich habe nämlich bis zum 17.8. noch meinen Hämmer-Pfeile-Kurs. Das sind bis dahin noch 2 Wochen. Und da habe ich mir dann so ein paar Dinge aufgeschrieben, pro Rechtsgebiet sozusagen, die ich akut nochmal wiederholen muss. Ganz viele Dinge, so eher so Grundsatzsachen, wo ich
jetzt unbedingt eine Antwort brauche, wo es endlich Klick machen muss in meinem Kopf, damit das Ganze irgendwie machbar ist. Da habe ich jetzt nicht mehr ultra viele Fragen, also so von so Grundsatzdingen, aber die Dinge, die ich da noch auf der Liste habe, die müssen auf jeden Fall bis zu dem Zeitpunkt irgendwie geklärt sein. Also, ne, weil ich da dann auch noch durch den Kurs eben so einen Ansprechpartner habe. Und dann habe ich basically noch 16 Tage. Ich gehe ja nochmal auf ein Konzert im August. Das ist aber auch nur an einem Abend. Und ansonsten sind es dann 16 Tage reine Wiederholung, reines, schnelles Repetieren. Also ich versuche dann da auch wirklich so eine Schnelligkeit reinzubekommen, dass ich mit den Mindmaps lerne und auch mit den Final-Unterlagen, die wir bekommen haben. Also wir haben da sowohl in Strafrecht und in Ö-Recht so Übersichten bekommen. Kann ich euch auch mal kurz zeigen. Jetzt in Strafrecht aus. Das habe ich jetzt auch gerade offen für die Klausur. Und in Zivilrecht haben wir mehr so kürzere PDFs bekommen. Nicht ganz so ausführlich, aber da habe ich auch sehr, sehr viel mitgeschrieben. Und mit den Unterlagen plus den von mir erstellten Mindmaps, die ich aus den Hauptkursfällen gemacht habe, möchte ich dann das Ganze wiederholen. Definitionen und Karteikarten natürlich dazu. Plus so als zweiten Strang, damit ich immer noch ein bisschen Fallmaterial noch mache, mache ich dann in der Woche so verteilt noch ein paar Examen durch. Genau, einfach, dass ich da so ein bisschen Altfallmaterial noch durchbekomme. Das ist also so mein 5-Wochen-Plan. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Ultimo-Ding ist, ob man es anders machen sollte, ob man es anders machen kann. Das ist jetzt auf jeden Fall so mein Plan, wie ich mich wohlfühle. Und ja, mehr schlecht als recht versuche ich mich da jetzt durchzuhangeln. An manchen Tagen klappt es einfach nicht, an manchen Tagen schaffe ich weniger. Ich muss sagen, da struggle ich auch immer noch damit, dass ich mir einfach pro Tag dazu neige, zu viel vorzunehmen. Und das ist einfach auch für die eigene Motivation, für das eigene Wohlbefinden, so mit dem Lernstand sehr, sehr unbefriedigend. Da möchte ich mich einfach ein bisschen noch jetzt die letzten Wochen gerade disziplinieren. Ja, ansonsten zur Frage, wie es mir geht. Ich muss sagen, ich habe jetzt langsam so ein bisschen, okay, Ruhe ist vielleicht das falsche Wort, aber meistens geht es mir tatsächlich so, dass ich sage, okay, das ist jetzt mein aktueller Stand, das ist mein Freischuss, es passiert überhaupt nichts Schlimmes, wenn das jetzt nicht der Ultimo-Versuch wird, ja. Das heißt, ich habe ein bisschen so meinen Peace damit gefunden, dass es sein kann, dass ich auf jeden Fall noch mal einen Verbesserungsversuch muss. Mein Ziel ist es jetzt einfach so halbwegs gut zu bestehen, beziehungsweise überhaupt zu bestehen. Und ja, dann halt von da aus zu gucken. Mehr kann ich jetzt basically auch nicht machen. Ich glaube, dieses Gefühl, das man so gerne anstreben würde, dass man alles weiß, alles kann und mit so einem super sicheren Bauchgefühl in die Staatsexamina dann reingeht, das wird, glaube ich, einfach nicht geben. Und deswegen, ja, habe ich jetzt sozusagen Frieden im Unfrieden gefunden, dass ich eben nicht alles weiß, nicht alles kann. Und versucht dann mit dem zu arbeiten, was jetzt da ist. Beim einen Rechtsgebiet ist es vielleicht mehr als beim anderen, aber ich versuche mich durchzuhangeln. Ich muss sagen, bei den Klausuren habe ich ganz häufig noch so dieses Problem, dass ich dann da so eine Blockade habe, weil ich dann nicht sofort auf die Lösung komme und dann da so kurz brauche, um mich sozusagen zu akklimatisieren und zu denken, okay, ich muss jetzt gerade mit dem arbeiten, was gerade da ist. Und wenn mir Sachen nicht einfallen, dann ist es so. Und ich glaube, dass ich aus dem Grund möglicherweise im Examen vielleicht ein Zeitproblem sogar bekomme. Aber ja, wir gucken mal. Wir schauen mal, wie es wird. Mehr ist jetzt gerade nicht drinnen. Ich glaube, ich habe versucht, mein Bestes zu geben, wenigstens so. Das finde ich jetzt nämlich auch immer ganz wichtig, wenn man so überlegt, okay, 100%, bla bla bla. Die 100% von einem heute sehen vielleicht anders aus als die 100% von morgen. Wisst ihr, wie ich meine? So, das hängt immer von den Umständen ab, wie von den Tagesumständen, von den Jahresumständen, wie es einem so generell geht, was so für Faktoren damit reinspielen. Und deswegen, ja, ist das jetzt so mein aktueller Stand. Also ich sage jetzt nicht, dass es mir jeden Tag blenden geht. Manchmal habe ich auch einfach so ein Stresslevel erreicht, wo wirklich gar nichts mehr geht. Zum Beispiel saß ich gerade in der Klausur, wo ich habe irgendwie dann nur noch in die Luft geschaut und gar nicht mehr geschrieben, weil ich einfach so voll war in meinem Kopf. Und dann habe ich halt jetzt eine kurze Pause eingelegt. Ne? Aber ich glaube, dieses konstante Dranbleiben und nicht zu lange Pausen einreißen lassen, die dann so prokrastinationsmäßig eher werden, das ist super wichtig. Und ja, dann wird das schon. Ich hoffe, dass ich all in all mit einem optimistischen Gefühl da reingehe.
Und dann mal gucke, was ich euch da so berichten kann. Ich denke, ich werde noch so in 1-2 Wochen mal wieder so ein Update geben. Ich würde mich auf jeden Fall total freuen, wenn ihr diesem Video schon mal einen Daumen nach oben da lasst. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, meinen Kanal natürlich abonniert. Hier dreht sich aktuell noch alles rund um das Jurastudium. Wie das in einem Jahr aussieht, weiß ich auch noch nicht. Aber ich würde mich total freuen, wenn ihr meinen Weg, meine Reise so ein bisschen begleitet. Wenn euch meine Videos Spaß machen, ihr könnt mir natürlich auch immer gerne Wünsche, Anregungen, Vorschläge in die Kommentare schreiben oder auch auf Instagram. Genau, und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao!